Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Ich bin Saksuro und das hier ist mein Wochenupdate, Woche 14. Aus dem Praktikum als Zeitungsfotograf beim Weserkurier in Bremen. Fangen wir mit dem Montag an. Das war ein Feiertag, der Pfingstmontag. Eigentlich frei, ich habe aber den Tag genutzt, um die Fotos vom Rennwochenende bei der GT4 zu sortieren, auf meinen PC zu laden, zu sichern, zu speichern und einmal grob durchzugehen, welche Bilder überhaupt okay sind, weil ich habe 6008 Bilder gemacht mit 2 Kameras und einer Drohne. Das musste erstmal sortiert werden, das hat seine Zeit gedauert. Erstmal grob sortieren von den 6000, welche man ungefähr nutzen kann, welche nicht. Genau, das hat seine Zeit gedauert, sein Tag, und das war der Montag. Kommen wir zum Dienstag. Da habe ich morgens früh den Firmenwagen zurückgebracht, habe so ein bisschen Orga gemacht, ein bisschen dieses Autoshooting, was am Mittwoch ansteht, ein bisschen geplant. Ein paar Telefonate geführt, dass alles klappt mit den jeweiligen Location. Und das war es soweit von dem Tag. Dann habe ich noch Fotos bearbeitet. Genau, so ein paar Autoshootings, die ich noch in der Vergangenheit gemacht habe, die habe ich noch fertig bearbeitet und dann ins DCX geladen. Kommen wir zum Mittwoch. Der fing an wie jeden Mittwoch mit dem grünen Sofa mit meinem Chef. Wir haben uns getroffen, wir haben ein bisschen geredet über vergangene Reportagen und auch zukünftige Reportagen, was da so ansteht an Planung, an Orga. Ja, also ganz genau hat das Treffen mit dem GT4 mit der Fotoreportage darüber angefangen. Ich habe meine Fotos ausgedruckt mitgebracht, ungefähr so 50, 60. Also habe ich die 6000 vom Wochenende runter reduziert auf 60 Bilder, die ich relevant fand für die Reportage. Die habe ich ihm gezeigt, schon mit meiner Vorauswahl, die würde ich ungefähr nehmen. Das war dann von den 60 runter auf 13. 13, die ich dachte, das wäre okay. Dann nochmal mit meinem Chef ein bisschen gesprochen. Er hatte ein, zwei ausgetauscht und gesagt, die wären seiner Meinung nach doch ein bisschen interessanter für den Leser. Und somit haben wir jetzt eine Auswahl von 9, die eigentlich ziemlich gut steht. Eins von den 9 muss noch ein bisschen ausgetauscht werden. Da gibt es 3 Varianten, welches davon, aber die unterscheiden sich nur minimal. Das geht um diese Zielflagge. Auch ein ziemlich gutes Foto eigentlich. Ja, das war so das Gespräch mit meinem Chef. Und dann ging es schon zu dem Autoshooting mit Oliver. Wir hatten diesmal einen Porsche. Cayman heißt der, glaube ich, Porsche Cayman. Sowas in die Art. Ich glaube, jeder, der sich mit Autos auskennt, kann hierüber jetzt erfahren, genau, welches Auto. Hat Spaß gemacht, war interessant. Wir haben das bei einer Kartbahn als Location gehabt. Da haben wir ein paar Fotos gemacht. Ja. Und dann habe ich den Tag genutzt, noch so ein bisschen, ja, die Fotos auch zu speichern, zu sichern und ein bisschen grob durchzugehen. Und zum Abschluss des Tages bin ich noch einmal habe ich die Fotogalerie erstellt, Fotostrecke erstellt für die Rehkitz-Rettung-Reportage. Die kam gestern am Samstag in die Zeitung und heute am Sonntag ist sie online beim Weserkurier erschienen. Und das, was heute am Sonntag erschienen ist online, ist diese Galerie, die ich am Mittwochabend erstellt habe. Da sind die Fotos drin aus der Zeitung plus noch ein paar weitere, die es nicht direkt in die Zeitung geschafft haben, um so ein bisschen diese Story über die Rehkitz-Rettung zu erzählen. Schöne Bilder, finde ich. Hat Spaß gemacht. Kommen wir zum Donnerstag. Da habe ich viele Fotos bearbeitet, habe Orga betrieben, habe einige Mails geschrieben, ein paar Telefonate geführt, ein paar Termine festgemacht für neue Reportagen demnächst. Ja, aber die meiste Zeit eher Fotos bearbeitet, auch wieder ein paar Autofotos dabei. Jetzt nicht die neuen vom Mittwoch, schon ein bisschen reingeguckt, aber noch nicht ganz. Ja, eher ältere noch und habe die auch ins DCX hochgeladen, die fertigen. Genau, dann zum Freitag. Ich habe auch wieder am Anfang angefangen mit einem. Heute ist Freitag für mich, am Tag der Aufnahme. Wenn das hier erscheint, ist ja schon Sonntag. Also ich habe heute am Freitag ein paar Fotos bearbeitet. Dann habe ich, einen Anruf bekommen, ob ich einen spontan einspringen könnte, ein Foto machen kann. Ich so, klar, dafür bin ich ja da. Bin nach Gröpeling gefahren und habe dort die Eröffnung eines Spielplatzes oder neuer Teil von einem Spielplatz, habe ich fotografiert.
war auch interessant, kam mit einem Polizisten ins Gespräch, so ein bisschen über den Stadtteil an sich. Und ja, das war eigentlich eine tolle Sache. Hat mir Spaß gemacht, da ein paar Fotos zu machen. Kommt am Ende nur eins in die Zeitung, aber ja, war trotzdem ein interessanter Termin. Und danach bin ich wieder am PC gegangen, habe Fotos bearbeitet und das war der Tag schon wieder, das war die Woche. So schnell ging es wieder rum. Und ja, wie schon eben kurz erwähnt, nach dem Freitag, der Samstag, für euch außer Sicht des Zuschauers gestern, ist die Fotoreportage Rekits Rettung gedruckt worden, publiziert worden und heute am Tag der Veröffentlichung dieses Videotagebuchs kommt die Story Rekits Reportage, Rekits Rettung als Online-Fotogalerie beim Weserkurier online. So viel zur Woche 14. Nächste Woche ist Woche 15. Ich bin gespannt, was mich da so erwartet. So ein bisschen weiß es ja schon, eine neue Fotoreportage, aber sogar zwei. Ich merke es gerade, zwei. Dienstag eine und Donnerstag eine. Bleibt gespannt. Bis nächste Woche. Ciao!